Wir kommen heute endlich zur zweiten Folge von Offworld Trading Company und dass ich mir endlich auch die restlichen Tutorials mal anschauen kann und ja, mal sehen, wie es dann mit dem Spiel weitergeht. Also auf jeden Fall jetzt erstmal weiter in die Tutorials. Die ersten drei habe ich ja bereits in der ersten Folge abgeschlossen. Und ich hoffe, dass ich mich noch einigermaßen erinnern kann. Also ich weiß, es ging darum, dass bestimmte gleiche Gebäude oder Gebäude, die Rohstoffe für ein anderes Gebäude liefern, möglichst dicht zusammengebaut werden sollen, damit sie dann Produktionsboni bekommen. Dann ging es darum, dass die unterschiedlichen Ressourcen benutzen. Also krieg es hin, das waren, glaube ich, die dann nicht diese speziellen Rohstoffe brauchten, die am Ende der Produktionskette sind, sondern auch mit den billigeren Rohstoffen irgendwie statt irgendeinem Metalllegierung, glaube ich, mit Plastik oder irgendwas arbeiten konnten. Und das andere hier, das waren die Roboter, die dann mehr Energie brauchten als Lebensmittel oder irgend so. Aber naja, mal schauen, was in dem anderen noch stattfindet. Also die New Meridians wird dir zeigen, wie du mit angewandter Wissenschaft die Konkurrenz ausbremst. Also noch ein bisschen Forschung und Entwicklung. Also ja, mal schauen. Bester Leben mit Chemie. Ökonomische Katastrophen und eine Reihe globaler Krisen hat die Furcht vor einem dunklen Zeitalter der Moderne geweckt. Die wissenschaftliche Gemeinschaft versammelt sich in den drohenden Schatten, um sich der Bewahrung und Erweiterung des menschlichen Wissens zu verpflichten. Egal, was es kostet. Ilkana Kammert und Silas Krichton vereinen ihre internationalen Wissenschaftsteams, um New Meridians zu formen. Vergangenheit vereinten. Und sich dem Ziel planetarer Forschung zu widmen. Durch den Wettbewerb mit den anderen Handelsunternehmen Offworld haben sie noch ambitionierte Projekte zu finanzieren. Also hoffen sie noch ambitionierte Projekte zu finanzieren. Okay. Schließen Sie sich ihnen an, um zu erfahren, wie man ein voll optimiertes Maßunternehmen aufbaut durch das Streben nach Wissenschaft in Kombination mit dem Verlangen nach starken Einnahmen. Naja. Pionier der Antarktis, die Technologie von New Meridian für den Mars entwickelt. Na gut. Wo andere Grenzen sehen, ergreifen wir die Möglichkeiten. Was ist das denn? Ein Roboterhund? Also, auf den Schultern von Riesen. Danke, dass du dich unserem Team anschließt und dich für den Aufbau einer besseren Zukunft entschieden hast. Unsere Arbeit hier ist der erste Schritt einer großen Aufgabe. Dunkle Tage warten auf die Erde, aber wenn der nötige Fortschritt hier bewältigt wird, ist unsere Zukunft gesichert. Ich möchte dir Dr. Silas Krichton vorstellen. Er ist der technische Geist, der für unsere fortschrittlichen Designs verantwortlich zeichnet. Okay? Anders denken. Alle Gebäude, die unser Konkurrenz nutzt, basieren auf meinen Entwürfen. Wir teilen unsere Forschung zu Beginn mit allen anderen. Sehr freundlich. Dank unserer Open-Source-Politik ging die Kolonialisierung des Mars rapide vonstatten. Unglücklicherweise wollten die anderen Unternehmen unseren Gefallen nicht erwidern. Wir entwickeln unsere Technik permanent weiter. Welche Weiterentwicklung habt ihr gemacht? Die Hardware erkläre ich dir später. Na schön. Zunächst sollten wir einen guten Gründungsort finden. Jawohl. Wir bauen mit Stahl, Aluminium und Glas und benötigen eine gesunde Wasserquelle. Aufgrund unseres technologischen Vorteils unterscheidet sich der Standort unseres Wissenschafts-HQs von dem anderer Unternehmen. Wir sollten nach einem geringen, aber breit gestreuten Vorkommen von Ressourcen suchen, anstatt andersherum. Also möglichst viele weniger als... warum kann ich die ganze Karte sehen? Ich habe alles gesehen. Einige Kolonien investieren Zeit und Geld in angemessene Scans und die Erfassung geologischer Ressourcen auf ihrem Gebiet. Jeder Wettbewerber erhält die gleichen Informationen, aber wer zahlt, erhält sie früher als die anderen. Aggressive Unternehmen erhalten zuerst Zugang zu erstklassigen Standorten zu gesalzenen Preisen. Bitte widerstehe der Versuchung einer frühen Gründung. Die damit verbundenen Kosten können uns in hohe Schulden stürzen. Okay. Anfangsschulden 50.000. Sieh dich auf der Karte um. Okay. Wie lange soll ich das machen? Okay, gut. Jetzt habe ich mich umgesehen. Und gründe ein Wissenschaftler-AQ angrenzend an Eisen. Aluminium, Eisen. Das sind die da. Die roten Dinger. Also, da haben wir einmal da oben. Dann haben wir hier Eisen mit Wasser in der Nähe. Da ist nicht so viel in der Nähe. Ein bisschen Silizium.
Hier ist zumindest auch Aluminium, Wasser. Aber Aluminium habe ich hier auch. Hier habe ich sogar noch Kohlenstoff. Naja, dann nehmen wir doch das hier. Also Gründe eine Wischenhaltung angrenzend an Eisen. Und Gebäude, die auf Ressourcen gebaut werden, nutzen diese Ressourcen als Input. Erlangt Patente 50% schneller. Du bist nicht mehr umsichtig, sondern nur noch langsam. Es gibt viel zu tun und es ist nicht ewig hell. Vergeht die Zeit schon? Entscheidungen zu treffen kann schwer sein. Du hast meine Erlaubnis zu versagen, wenn du dadurch den Grundstein zum Erfolg legst. Wir haben die beste Ausgangsposition, um uns von einem nicht idealen Gründungsort zu erholen. Ich werde Wissenschaftler AQ gründen. Jawohl. Was für ein erstaunlicher Anblick. Unser neues Zuhause, eine hochmoderne Wissenschaftsanlage und ein Geschäftszentrum. Lass uns mal weiterlaufen. In einem. Nun ist es an der Zeit, unseren Produktionsbedarf zu priorisieren. Beginnen wir mit der Versorgung für unsere Gebäude. Mit dem Abbau von Aluminium durch Minen solltest du vertraut sein. Für Eisen haben wir einen anderen Ansatz. Okay. Dr. Kreiten hat Stahlwerke als neue Technologie entwickelt und designt. Anstatt eine Mine auf der Eisenressource zu errichten, platzieren wir ein Stahlwerk. Ah, das heißt, wir überspringen den Abbau und produzieren direkt Stahl. Sehr lustig. Stahlwerk von New Median wird das Eisen abbauen, solange es dort vorrätig ist. Dadurch sparen wir Zeit, Energie und am wichtigsten Landclaims. Das klingt interessant. Das heißt, die kommen an die höheren Rohstoffe, ohne dass sie da die Zwischenproduktion machen müssen. Soll ich jetzt was machen? Ja, baue zwei Stahlwerke auf Eisen, baue eine Erzmine auf Aluminium. Gut, also Stahlwerk. 0,65 ohne Transportroute und da kommen schon die Konkurrenten. Howdy, sieht so aus, als wären wir kameradschaftliche Konkurrenten um Aufträge von Mort Morvels. Ich rede nicht viel, dachte aber ein nettes Wort für einen nahen Wettbewerber sei angebracht. Viel Glück mit deinen Projekten. Dir auch. Falsche Schlangen, okay. Pause. Seine Konkurrenz kann man sich nicht aussuchen, aber manchmal wäre es besser so. Nicht nur setzen sie für den Bau riskante Material ein, über ihre Verbindung können sie auch die losen Bestimmungen auf dem Mars für sich ausnutzen. Ja genau, ich habe ja, das sind ja die Leute, die ich zuletzt gespielt habe, die sich nicht so ganz an Regeln halten, aber eben auch eher so ein Pack Draufgänger sind, die in ziemlich schwierige Situationen gekommen sind. Sie mischen sich gerne in Dinge ein, die sie nichts angehen und verwenden dafür unlautere Mittel. Naja. Genau, sie versuchen nur zu überleben. Okay, ich sollte noch eine zweite Stahlwerk bauen. Dann machen wir das mal auf dem großen. Und da kommt dann der 50% Bonus. Ich will das nebeneinander bauen und dann noch ein Aluminium, Kohlenstoff, Silizium, Aluminium, davon eine Erzmine. Ja, das kostet schon einiges an Treibstoff. Aber gut. Ich hatte ja keine Vorgabe, das unbedingt auf einem großen Vorkommen zu machen. Gab es überhaupt ein großes Vorkommen? Die sind eh alle nur niedrig. Okay, da ist ein hohes. Ha, das haben die sich schon geschnappt. Na, so eine Sauerei. Na gut. Okay, also was jetzt? Einen Moment abwarten, bis die Sachen gebaut sind. Fortschritt ist nicht verhandelbar. Die schnelle und effiziente Herstellung von Stahl ist nicht unsere einzige Verbesserung, nach diesem Durchbruch von Dr. Kreiten nicht mehr zu stoppen. Okay, sein ultimatives Ziel bestand darin, dass wir unseren Bedarf an Kernressourcen minimieren und schwer herzustellende Ressourcen rascher produzieren. Unsere Verbesserungen sind so revolutionär, es ist schwer vorstellbar, wie irgendjemand mit uns konkurrieren soll. Genau. Warum auch? Schlauer arbeiten, nicht härter. Genau. Harte Arbeit ist bewundernswert. Dank der Arbeit unzähliger Generationen wurde die Menschheit vor den Gefahren der Ignoranz bewahrt. Mittlerweile klafft ein Abgrund zwischen einer großen Idee und ihrer Umsetzung. Wirf einen Blick auf die neu designte Version von Hydrolyse-Reaktor. Baue dies an einer Stelle, wo für gewöhnlich Wasser entnommen wird. Das Resultat dürfte dir gefallen. Eine einfache Quelle für Treibstoff und Sauerstoff. Da kann ich auch wieder. Da muss ich erst das Wasser abbauen und es dann umwandeln. Offensichtlich verbessern. Das Pumpen von Wasser mittels eines Gebäudes wird unsere Operation schnell und glatt voranbringen. Aber der Fortschritt hört hier nicht auf. Wähle einen Ort, an dem es Silizium gibt. Der Fortschritt stoppt hier aber nicht. Statt eines primären, primitiven Elementarabbruchs zu bauen, konstruiere einen Glasschmelzofen. Hier wird eine weitere Verbesserung auffallen. Automatischer Siliziumabbau. Jawohl.
jeder, der Augen hat, kann sehen, dass dies großartige Erfindungen sind. Mit der alten Methode werden wertvolle Landclimbs vergeudet, 4 verschiedene Gebäude benötigt und das Ergebnis ist nur mittelmäßiges Glas. Wir haben in 2 einfachen Schritten eine Glasproduktion und verbrauchen deutlich weniger Energie. Alles ohne an Flexibilität einzubüßen. Warum sollte man es anders machen? Genau. Was sind dann die Nachteile der Fraktion? Also, was soll ich jetzt machen? Den Elektrolyse für Wasser. Und baue einen Glasschmelzofen auf Silizium. So, Silizium waren die gelben Teile. Okay, da ist ein Zweier. Da ist auch ein Zweier. Na, sag mich dann, deine Schulden haben 3% Zinsen gesorgt. 273 minus. Nicht gut. Eigentlich müsste ich langsam Energie produzieren, sonst kriege ich da noch mehr Probleme. Dann machen wir doch da hinten. Minus 0,1. Da habe ich sogar noch 2 daneben, falls ich noch mehr bauen will. Konzentrierte Bemühungen. Ich bin froh, dass Dr. Kreitens Rat befolgt hast. Einige von uns finden sein übermäßiges Selbstbewusstsein beunruhigend. Du hast seine Anweisungen befolgt und seine Konzepte effizient angewandt. Jenseits von einfacher Expansion brauchen wir einen Wachstumsplan, der unserer raschen Entwicklung gerecht wird. Und was hat das zur Folge? Ein notwendiges über alle hier bei New Meridian sind auf dem Mars, um den Umfang des menschlichen Wissens zu erweitern. Wir glauben daran, dass Wissenschaft und ihre praktische Anwendung die größte Hoffnung für den Fortbestand der Menschheit bildet. Leider nur werden wir häufig durch wirtschaftliche Bestrebungen abgelenkt, anstatt uns auf die Suche nach der Wahrheit zu konzentrieren. Steigern wir uns in Profitzucht und Sparmaßnahmen hinein. Na dann, Geld verdienen ist wichtig. Genau, Grundlagen. Elektrizität, Treibstoff und Nahrung. Jam, jam. New Meridians Geschäfte neigen dazu, mehr Güter zu transportieren als die Konkurrenz. Der Aufbau eines großen Treibstoffvorrats ist also genauso wichtig wie die Nahrungsversorgung. Unsere Hydrokulturen werden dir gefallen. Können sie auf einer Wasserquelle errichtet werden? Unsere agrikulturellen Geräte entziehen jeder Wasserquelle automatisch Wasser, auf der sie platziert werden. Eine ziemliche Errungenschaft mit einem kleinen Haken. Es funktioniert nicht so gut mit Eis. Eigentlich funktioniert es mit Eis überhaupt nicht. Okay. Keines unserer fortschrittlichen Gebäude tut das. Man könnte denken, dass es leicht ist, ist es aber nicht. Tu dir einen Gefallen und erwähne es nicht Dr. Kreiten gegenüber. Okay, also ich sollte die Wassersachen nicht von Eis gewinnen. Beziehungsweise sie funktionieren generell nicht auf Eis. Ausbau von Wissenschafts-HQ, genau. Was brauche ich dafür? Gesamtkosten 0, Aluminium, Stahl und Glas ist vorhanden, also Ausbau. Das war's schon. Gut, baue 2 Energie- oder Generatoren. Sonnenkollektoren oder Windturbinen. 1,56. Wieso generiert der 1,56, wenn da nur 1,3 steht? Okay, Windturbinen. Die haben 1,3, 1,17. Eine Windturbine dahin. Und ein Solarteil dorthin. Gut, baue einen Elektrolysereaktor auf Wasser. Achso, wo ist denn der andere Wasserkanister? Könnte ich ja hier eigentlich erstmal noch den Bonus holen. Und dann soll ich noch eine Hydrokultur bauen. Weil dann könnte ich ja die Transporter auf jeden Fall vermeiden. Dann sind die nämlich alle direkt verbunden. Und ich habe hier sogar noch ein paar Erweiterungen. Möglichkeiten. Jetzt habe ich dann zumindest, ja, nachts natürlich nicht, aber tagsüber habe ich dann etwas Überschüsse. Gut ist nicht gut genug. Die meisten Unternehmen würden sich auf die Schulter klopfen und sich gegenseitig gratulieren für ihren guten Einsatz von Ressourcen. Gut reicht mir aber nicht viel. Außerordentlich. Und das zu erreichen, müssen wir mit Wissenschafts-HQ weiter expandieren und signifikante Forschung und Entwicklung investieren. Okay, was machen wir? Sollten wir nur damit zufrieden sein, hohe Profite einzunehmen? Nein, überhaupt nicht. Ich verlange nach der Möglichkeit eines wissenschaftlichen Durchbruchs. Ist das Leben auf der Erde einzigartig oder existiert es noch woanders? Ist der Mensch eine Anomalie oder eine Krönung des Universums? Unser Erfolg hier bietet uns die Gelegenheit, unsere Beziehung zum Kosmos zu verstehen. Ja, was willst du? Chemische Reaktion. Dr. Kreitner ist ein wahrer Visionär. Zu seiner Forschung beitragen solltest du bauen. Sie sorgen für den folgenden Prozess. Treibstoff. Kohlenstoff macht irgendwas Komisches. Ein großer Vorteil an Chemikalien. Okay, Chemikalien macht das klar.
Er glaubte uns, auf seinen früheren Experiment Zürich aufzumachen, vom Nachbar Anomalien hin zur wahren Entdeckung vorzuschreiten. Es geht nur mit Chemikalien. Eine Umgebung, die keinen Schutz erfordert, gibt uns die Gelegenheit, unsere Forschung auf ungeahnte Weise voranzutreiben, also ohne irgendwelche Rücksichtnahme auf irgendeinen Umweltschaden. Dies ist ein seltener, perfekter Augenblick. Das müssen wir zum Vorteil nutzen, wir richten die Infrastruktur unserer chemischen Herstellung ein. Jawohl, mit Kohlenstoff. Eine neue Ressource. Bau von chemischer Raffinerie. Anforderungen: Kohlenstoff und Stahl. Vorher muss ich aber ausbauen. Kostet nichts. Alles okay. Baue eine Elektrolyte. Noch eins. Okay. Dann kann ich das ja jetzt hier schon mal als Dreier-Kombo zusammenwerkeln. Und dann baue zwei auf Kohlenstoff. Ja, sehr nett, dass ich zwei auf Kohlenstoff bauen soll. Habe ich mir zumindest die richtige Ecke ausgesucht. So, kann ich noch ein paar mehr Lebensmittel produzieren, aber ich darf hier nichts selber bauen. Na, Tag bricht dann auf dem Mars. Deine Schulden haben für $487 minus gesorgt. Super, klasse. Ich hätte doch lieber die Turbinen nehmen sollen. Dann würde ich zumindest nachts auch Gewinne machen. Naja. Aber immerhin bin ich vom Wert her noch deutlich besser als der andere Typ. Kaufen kann ich allerdings noch nichts. Da wir nun über eine Infrastruktur verfügen, können wir mit der Chemieproduktion beginnen. Nur Nahen verkaufen ihren Überschuss an Chemikalien für raschen Profit, aber wir können damit so viel mehr anstellen. Zum Beispiel, ich könnte ein bisschen was verkaufen, ja. Du wirst ein Optimierungszentrum bauen. Diese Anlage ermöglicht signifikante Verbesserungen im Sammeln und Herstellen und baue so, dass eine Verbindung mit Wissenschaftler-Akku entsteht, entweder direkt oder über anderen Gebäuden. Achso, ich kann entweder dahinter bauen oder direkt dran setzen. Alles klar. Wir brauchen deine Hilfe mit einer kleinen Wasserknappheit. Dadurch, dass wir nur fortschrittliche Gebäude errichtet haben, sind wir dem Wasserproblem ausgewichen. Anstatt einen Landklemm für den Abpumpen von Wasser eins, können wir eine Alternative nutzen. Du sollst dich um die Dienste von einem Mool bemühen. Eine Mool klingt nach einer furchtbaren Idee. Ja, was ist das? Wir waren hier nicht die ersten Wissenschaftler auf der Suche nach Ressourcen. Sondern vor uns hat Dr. Bunten die Verwendung des Mools revolutioniert. Diese einzigartige mechanische Vorrichtung hat die erste Siedlung mit Vorräten versorgt. Aber das war wahrscheinlich dieser komische Hund, auf dem der gerettet ist, oder Stier oder Bulle oder was auch immer das sein soll. Auf jeden Fall dieser vierbeinige Roboter-Dingsbums. Alle Feldeinheiten sind längst stillgelegt, aber ein paar sind noch auf dem Schwarzmarkt und funktionsfähig. Hol dir einen für unsere Wasserversorgung. Alte, nachgerüstete Technik, was kann da schon schief gehen? Okay. Bau von Optimierungszentrum. Führt Forschung durch, um die Ressourcenproduktion deiner Gebäude zu verbessern. Kaufe einen Mool auf dem Schwarzmarkt. Da ist es. Okay, das heißt, es ist ein Mooli, also ein Eselroboter anscheinend. Nutze einen Mool und sichere Wasser. So. Es ist jetzt egal, wo ich das Wasser hole. Dann hol das doch von da. Oh. Steckt seinen Kopf in die Erde und holt Wasser. Super. 6% Zinsen haben, muss ich jetzt schon zahlen. Ey, ich werde langsam Zeit, was zurückzuzahlen. Sicher ist es weniger entwickelt als unsere Abbaugerätschaften. Dafür ist er vollkommen unabhängig von der Beschränkung der Landclaims. Über dieses außerirdische Landschaft zu verwandeln, stößt in mir den Gedanken an, wie es gewesen sein muss, als einer der ersten diese unberührte Welt zu betreten. Vielleicht kann ich die Mule nach der Mission übernehmen. Ja, vielleicht. Okay, produziert er wirklich genug Wasser? Ich habe immer noch ein Minus hier drin. Click to cycle to the buildings. Wird der denn angezeigt, wenn ich den... wenn ich die reinhole? Ich darf immer noch nicht mehr bauen. Also gut, machen wir das Optimierungszentrum dazu. Setzen wir uns hier direkt daneben.
Pirates. I hate those filthy bandits. Was haben die da jetzt hingebaut? Eine Kanone? Dieses unwürdige Verhalten ist typisch für die Rückgewinnungsindustrie. Ach ja, genau, das waren die Recycle-Leute. Ich würde gern mehr von unseren Konkurrenz halten, aber sie haben bereits das Gegenteil bewiesen. Diese verachtenswerten Piraten fangen Lieferungen ab und teilen die Bauten mit ihren Investoren. Beute mit ihren Investoren. Unsere Nachschubboote für Chemikalien scheint ihr Ziel zu sein. Vielleicht sind sie neidisch auf unseren Erfolg und unseren Intellekt. Das sind totale Idioten. Ups, tut mir leid wegen dieser Chemikalien, den Piraten und um ganz ehrlich zu sein, unsere Beteiligung an der Aktion. Wir hatten Schwierigkeiten, unsere Kohlenstoffressourcen hier zu sichern. Kohlenstoff ist entscheidend für unser Wachstum und da ihr aggressiv Kohlenstofffelder für unklare Zwecke beansprucht, sträubt sich mir die Haare. Ah ja, darum entschloss ich, unserem Nutzen ein wenig unfreundlicher zu werden. Das ist eine kleine Anpassung, keine Anpassung, sondern Diebstahl. Die Piraten werden irgendwann verschwinden, aber momentan verlangsamen sie unseren Chemienachschub. Ziemlich. Diese Versuche verlangsamen unseren Fortschritt. Wofür genau verbrauchen wir die Chemikalien? Mit Optimierungsändern erhöht sich der Output unserer Gebäude dramatisch. Diese Durchbrüche erfordern zunehmend eine größere Menge an Chemikalien. Sobald eine strukturelle Verbesserung entdeckt wurde, wird automatisch der Ausbauprozess begonnen, wodurch sich unsere Infrastruktur massiv verbessert. Ich schlage vor, dass wir ihren Diebstahl mit einer erhöhten chemischen Verfeinerungsrate kompensieren. Okay, cool. Dann lass doch mal das ganze Zeug verfeinern. Piraten entdeckt. Die da. Ja. Feldbeanspruchung. Tja, wenn ich die jetzt einfach umlenken könnte, dann fliegen die Frachter da einfach nicht drüber. Optimiere die Produktion von Chemikalien. Ah ja. Chemische Raffinerie abschalten, Ressourcen verschiffen, Autoversorgung von, aus, ist aktuell, Autoversorgung ist aktuell aus. Optimization Center is ready. Time to start improving everything. Da ist schon soweit. Dadurch wird dein Optimierungszentrum ins Spiel ausgewählt. Wenn du schon ein Optimierungszentrum ausgewählt hast, wird das die nächste Optimierungszentrum ausgewählt. Okay. Und Chemikalien verbessern. Ah ja. Das heißt, bis zu viermal kann ich dann die Effizienz verbessern. Eben, die Nahrungsmittelpreise sehen gut aus. Ich sollte ein paar davon machen. Also, was willst du? Wie alle guten Dinge benötigt technologischer Fortschritt Zeit. Warum sehen wir uns nicht andere Verbesserungsbereiche an, während wir auf Durchbrüche warten? Von einer größeren Nahrungsproduktion könnten wir profitieren. Errichten einige zusätzliche Fortschritte Hydrokulturen auf Wasserfeldern. Was ist eigentlich aus dem Muli geworden? Verbrauchen die sich etwa? Nee, oder? 200 Ressourcen, 200 Einheiten der Ressourcen und dann ist vorbei. Ja, das ist doch idiotisch. Ich würde gerne noch so ein Ding bauen. Na, das war eigentlich nicht so gut. Abbrechen. Hallo, abbrechen. Bauerfeld abbrechen. Also hast du es jetzt abgebrochen oder nicht? Ich glaube nicht. Ach, schade. Na gut. Baue zwei Hydrokulturen auf Wasser. Okay, die ist schon unterwegs. Jetzt habe ich natürlich Überschüsse und kann damit meine Schulden weiter runterdrücken. Das sieht zumindest von der Schuldensituation schon mal ein bisschen besser aus. Bessere Anleihenbewertung bei 0 Dollar, schlechte Anleihenbewertung bei 28.000. Gut. Boah, ich muss dringend mehr Energiesachen bauen, verdammt. Ihre Behindertenversuche gegen unseren Fortschritt werden nicht aufhören. Wenn Feindseligkeit wie diese auftritt, gibt es mehrere Möglichkeiten. Mögliche Reaktionen. Deine erste Option liegt im Abreagieren am Gegner. Zahle jeden Angriff mit einem stärkeren Gegenangriff zurück. Ja, ist nicht so sinnvoll. Die zweite ist, dich erstmal zu beruhigen. Okay, ganz entspannt. Dann nutze deine Entschlossenheit und dein Intellekt, um eine Gegenstrategie zu entwickeln. Also schlagen wir zurück. Wenn wir einfach nur um uns schlagen, fallen wir in die alten Verhaltensweisen der Erde zurück. Es gibt eine Lösung, die uns aus dem Zielbereich solcher Attacken hebt. Mögen wir diese einer
Jünger, die diese temporären Schäden überdauern. Dr. Kreiten möchte eine weitere Erfindung mit dir teilen. Warum kämpfen wir nicht einfach Sprengstoff? Hast du den anderen schon vergessen oder was? Da haben wir dann Sprengstoff einfach abgefangen und haben dann das von den Robotern in die Luft gejagt. Unser Transportnetzwerk macht uns für Angriffe anfällig und diese nichtsnutzigen Kriminellen nutzen das aus. Mit halbgaren Lösungen und Kompromissen war ich auch noch nie zufrieden. Anstatt das Katz-und-Maus-Spiel dieser Schurken mitzuspielen, sollten wir uns selbst aus dem Spiel nehmen. Der erste Schritt ist, ein Patentelabor zu bauen. Wie hilft uns das? Ein Patentelabor versucht uns mit der Möglichkeit, die Technik von morgen schon heute zu entdecken. Nach dem Bau können wir uns der Erforschung von Teleportation widmen. Tja, dann brauche ich keine Frachter mehr, dann brauche ich wahrscheinlich auch weniger Treibstoff. Aber wahrscheinlich noch mehr Energie. Dann können wir Lieferungen versenden und erhalten, ohne auf diese unfreundlichen Himmel angewiesen zu sein. Nur Dr. Brandl sollten wir davon fernhalten. Das Unmögliche wird so einfach. Okay, Pause ist im Moment noch. Und ich soll jetzt wieder ein Patentlabor bauen und Teleportation patentieren lassen. Na schön, wenn es weiter nichts ist. Labor. Dr. Kreiten hat mir von deinem ambitionierten Plan erzählt. Die Operation wird alles verändern. Diese Art von Forschung wird mehr Chemikalien erfordern. Wir sollten die Verfeinerungstechnik auf die nächste Stufe heben. Jawohl. Formierungszentrum. Okay. Wo wir dabei sind, wir brauchen immer noch mehr Wasser. Mul war ein guter Lückenbüßer, aber nun ist es an der Zeit für eine Wasserpumpe. Na, endlich. So, jetzt darf ich aber eben dieses blöde Ding da nicht abreißen. Gibt es noch irgendwo ein Zweierwasser? Und da ist noch ein Zweierwasser, dann baue ich da noch ein Wasser. Okay, ein EMP. Irgendein Sturm tobt hier immer. Wenn es keine Sonneneruption ist, ist es ein Staubsturm. Der elektromagnetische Sturm... The Patent Lab is constructed. Keine Sorge, let's get our science on. Alle sind verfügbar, zum richtigen Preis natürlich. Super. Die wollen mir mein eigenes Zeug zurückverkaufen, oder was? Du spinnst wohl. Lass dich von diesen Idioten nicht ärgern. Schon bald sind seine Intrigen reine Zeitverschwendung. Unsere ganze Forschung führt zu einem hohen Energieverbrauch. Wir sollten uns über weitere Energiequellen kümmern. Genau. Also, jetzt bauen wir lieber ein paar Windturbinen hier hin. Damit die mal ein bis... Okay, ich darf nur eine bauen. Super. Die Frage ist, warum man eigentlich überhaupt Solar-Dinger bauen sollte, wenn man auch Wasserpumpen... Also warum man überhaupt Solarkollektoren bauen sollte, wenn man auch Windturbinen bauen kann. Wahrscheinlich, wenn man keinen Kohlenstoff hat. Ja, das ist dann blöd. Also, Bau von Wasserpumpe. So. Ich hoffe, dass ich da genug Wasser bekomme. Patentlabor und Teleportation. Kann Ressourcen teleportieren. Zeit 53 Sekunden. Kontrolliere einen. Lass mich mal ein bisschen gucken, was ich da so alles erforschen kann. Also Supraleiter, 100% zusätzliche Energieproduktion, wenn am HQ. 100 Energieabsicherung füllt 1 pro Zug auf. Okay, das heißt Reserve. Erhalte 25% Anteil von den Schuldzinsen des Rivalen. Ui. Schiffe und Offworld-Märkte. Hat er überhaupt Schulden aktuell? Steht das irgendwo? Schulden. 105.000! Ja, bei dir sieht es ja um einiges schlechter aus als bei mir. Kein Wunder, dass du schlechter bewertet bist als ich. B-Schuldenwertung. 12% Zinsrate. Ah, deswegen. Ich habe jetzt eine AAA-Wertung, deswegen zahle ich nur 3%. Das heißt, je höher die Schulden klettern, desto höher die Zinsen. Naja, kein Wunder. Okay, also Wassermotor. Schiffe und Offworld-Märkte werden betrieben mit Wasser, wenn billiger. Okay, also wenn Wasser billiger ist als Treibstoff, was es im Moment wäre, dann kann ich den einsetzen. Nicht schlecht. Buildings are ejected to a geothermal source produce 0,2 Power. Also, no building restriction for geothermal tiles. Okay, was war die Beschränkung für die Geothermal-Dinger? 50% Profits aus Disco-Kuppel. Ah ja, mehr Geld. Recycelt Ressourcen beim Verschrotten von Gebäuden. Gut. Im Moment darf ich ja eh nichts verschrotten, also von daher ist eh egal. Gebäude werden betrieben mit Wasser, wenn billiger als Energie. Ja, wäre auch der Fall. 256 ist ziemlich happig.
You are currently outselling Energie. Sehr gut. So, Kohlenstoffauswaschung. Gebäude, die Kohlenstoff brauchen, sammeln diese in der Atmosphäre. Oh, na, das wäre ja mal was Praktisches. Das sollte man auf der Erde auch schon einsetzen. Bau in angrenzenden Feldern ab. Richtbohrung patentieren. Oh. Das heißt, ich kann dann eins errichten und das baut in allen Feldern ringsherum ab. Oder zumindest eins zusätzliches vielleicht. Und Denkmaschine, minus 50% Sabotageschaden für Gebäude. Gut. Also, Teleportation patentieren, Wasserpumpe und optimiere die Produktion von Chemikalien. Optimierungszentrum, Chemikalienproduktion verbessert. Ja. In Arbeit. Schulden zurückzahlen. Hey, ich bin fast schuldenfrei. Ich bin schuldenfrei. Ha. Tja, keine Kreditzinsen mehr. Und eine bessere Aktienbewertung. Meine Aktien steigen. Our methods continue to improve. Effiziente Chemikalienproduktion erforscht. Gut. Das verändert alles. Wir sind vollständig geschützt vor den ruchlosen Handlungen von Kriminellen und Söldnern. Und wir können weiterhin unsere Produktivität erhöhen. Das Vertrauen in die Wissenschaft zahlt sich stets aus. Man beginnt stark und am Ziel ist man noch stärker. New Meridian sucht nicht nur nach neuen Planeten zum Erforschen, wir suchen auch nach großen Geistern. Und ich glaube, wir haben gerade einen gefunden. Und ich nehme an, das Tutorial ist damit beendet. Tolle Arbeit mit der Teleportation. Das ist nicht nur ein bedeutender wissenschaftlicher Durchbruch, sondern verschafft uns auch ein exklusives Patent. Du solltest erwägen, einige unserer chemischen Mittel in die Erforschung von Denkmaschinen zu stecken. Diese verbesserte KI wird uns in unser Betriebssystem implementiert. Sollte unsere Ausrüstung aktiv werden, sorgt der verbesserte Reparaturprogramm dafür, dass die Hälfte der Zeit alles wieder funktioniert. Okay. Vergiss nicht, dass wir hier sind, um Geld zu verdienen. Es ist an der Zeit, unsere Interessen zu diversifizieren. Widme dich der Produktion von Elektronik, um ein paar Elektronikfabriken zu bauen. Mittlerweile bist du wahrscheinlich an das Unerwartete gewohnt. Du weißt also, dass Fabriken entweder auf Kohlenstoff oder Silizium platziert werden sollten. Ja, alles klar. Okay, mehr Claims. Wie viel frei darf ich jetzt bauen? Gar nicht. Gut, also erstmal die Denkmaschinen patentieren. Jawohl. Optimiere die Produktion von Elektronik. Jawohl. Und baue zwei Elektronikfabriken. Jawohl. Und die sollte ich auf Kohlenstoff oder Silizium bauen. Kohlenstoff und Silizium, um Elektronik zu produzieren. Okay. So, jetzt ist die Frage, ob ich den da hinsetze oder ob ich lieber mir zwei neue suche. So, was haben wir denn noch an Silizium? Haben wir noch irgendwo zusammenhängende? Zumindest zwei, die zusammenhängen. Die Frage ist natürlich, ob eigentlich diese Teile mehr produzieren, weil irgendwie scheint es dann ziemlich wenig auszumachen, an welcher Stelle ich sie platziere. Aber setzen wir es mal auf das Zweier. Hier kann ich hier auch kein Dreier-Konglomerat bilden. Also setzen wir die zwei hier nebeneinander. Dann habe ich zumindest den 50% Produktionsbonus. Dann muss ich nur noch warten, bis alles gebaut ist und dann ist in einer Minute geht's weiter. So, was haben die denn da jetzt so angestellt? Wir haben schon Optimization Routine successful. Jawohl. Elektronikfabriken benötigen für die Produktion Kohlenstoff. Ein Nachteil an unseren Fortschrittsgebäuden ist, dass wir wichtige Ressourcen übersehen können. Was ist das? Es gibt eine mächtige Option, mit der du unsere Gebäudeversorgung unterstützen kannst. Was? Du kannst für jeden Gebäudetyp die Autoversorgung aktivieren. Auf diese Weise werden die Vorräte zum Marktpreis gekauft, wenn der Preis geringer ist als der des Endprodukts. Sichern wir auch, dass die Produktion nicht sinkt. Wähle das Gebäude aus und aktiviere die Autoversorgung ganz einfach. Ach, na super. Das heißt, ihr Scherzkekse produziert dann zwar das eine direkt aus dem Boden, aber das andere muss ich selber einkaufen. Okay. Excelsior, sehr gut gemacht. Du bist geschickt geworden im Umgang mit den Wissenschaften und hast tüchtig gelernt. Ich hoffe, du erkennst, wie wichtig unsere Arbeit auf dem Mars ist. Möge dein Wissen und deine Begeisterung wachsen, nicht nur der Wissenschaft wegen, sondern für die bedeutenden Ziele, die New Media Meridians anstreben. New Meridians. Ich übernehme ab hier. Viel Glück bei deinem zukünftigen Unternehmen. Okay, ich mache die ganze Aufbauarbeit und dann fuhrst du mir ins Handwerk, oder was? Na, super. Naja, okay. Damit ist ein weiteres Tutorial abgeschlossen. So sehen also die Wissenschaftler aus.
vergessen dann, die zweite Ressource zuzulegen. So, jetzt ist die Frage, Kunstgeschäfte zu machen oder Iori University? Also machen wir erstmal die Kunstgeschäfte zu machen und damit das vorletzte Tutorial. Paolo Rubini wird dich in die Kunst des Geschäfts unterrichten. Er wird auf dem Immobilienmarkt des Marktes seine hohen Einsätze respektiert und ist berühmt dafür. Jedes seiner Projekte war ein Erfolg. Dank seiner Erfahrung in der Wirtschaft und der Entwicklung von Kolonien wirst du auch das meiste aus jeder Gelegenheit herausholen. Du wirst nicht nur das Gewinnen lernen, sondern auch das ständige Gewinnen. Am Ende deiner Ausbildung wirst du in der Lage sein, Gebäude wie den berühmten Rubio-Turm oder die in der gesamten Galaxis renommierte Paolo Plaza Disco-Kuppel zu bauen. Ah ja, da hast du wohl einen kleinen Bonus dann drauf. Wir werden auf dem Mars Unternehmen gründen, sie werden meine Hände groß und schön machen. Okay. Fantastischer Start, machen wir Pause. Das hier ist ein toller Start für unser New Harlem Unternehmen. Du hast ja schon eine ganze Menge rumstehen, ne? Es gibt ein ordentlich Vorrat an Ressourcen, die unser Kunde braucht. Und uns bleibt die Zeit für Rekordeinnahmen. Das Problem ist, dass die Konkurrenz auch daran interessiert ist. Wir kommen also nicht so leicht an das Geld. Ja, wir haben ja schon drei Konkurrenten gleich am Anfang. Immerhin sind meine Aktien besser bewertet als die der anderen. Und ich habe keine Schulden im Moment. Wie sieht es bei den anderen aus? Schulden minus 50.000, minus 50.000, minus 50.000. Gut. Das Problem ist genau, dass sie auch interessiert. Und Ziel ist, der einzige Lieferant von New Harlem zu werden. Achso, wo ist denn New Harlem? Das Verlangen nach mehr. Ungeachtet der Umstände ist die Triebfeder menschlichen Handlungen. Wir müssen die von der Kolonie benötigte hochpreisigen Güter ausmachen und unseren Konkurrenten zuvorkommen. Okay, was sind aktuell hochpreisig? Lebensmittel und Silizium, Elektronik. Es geht nicht um die Gier nach Geld, sondern um die Gier nach ihren Geschäften. Und das heißt, wie du klar sehen kannst, sind einige der teuersten Ressourcen Nahrung und Elektronik. Ja, habe ich ja gerade gesagt. Wir sollten also schleunigst mehr Hydrokulturen und Fabriken bauen, um von den Preisen zu profitieren. So erhalten wir direkt, ich habe 5 Felder zur Verfügung, so erhalten wir direkt einen schönen Kapitalzustrom, genau wie neue Verkaufsmöglichkeiten. Noch ist kein Geldzielen angesagt, beeilen wir uns. Okay, also Hydrokulturen und Elektronikfabriken. Ausbau von Expansion HQ. Wie viel hat das jetzt gekostet? 10.000. So, Hydrokultur. Was brauche ich dafür? Verbraucht Wasser, um Nahrung zu produzieren. Aber muss ich die... Achso, die kann ich beliebig hinsetzen. Kann ich die hier auf so eine Dreierkombo setzen? Achso, ich darf nur eine bauen und baue 3 Elektronikfabriken. Die sind dann auch wieder an einer beliebigen Stelle platzierbar. Naja, machen wir da die nächste Combo aus 3 solchen Fabriken. Interessant, dass sie alle kein Geld kosten, sondern nur Ressourcen. Naja, und weil ich die Ressourcen habe, ist alles gut. Nette Hektik. Ich wusste, Meises Vertrauen in dich war nicht umsonst. Wirf einen Blick auf die Namensliste in der rechten oberen Ecke. Ja, Reni 6, das war glaube ich genau das Roboter-HQ, das Plünderer-HQ und das Wissenschaftler-HQ. Damit sind ja alle dann beisammen. Und ich mache diesmal das Expansiv-HQ. Das sind alle, die um das Geschäft mit New Harlem kämpfen. Jedes Unternehmen hat 10.000 Aktien zum Kauf zur Verfügung. Das Dollarzeichen steht für den Zielwert der Aktie jedes Unternehmens. Aha. Da würde sich mein Name gut machen. Anteile an Unternehmen können nur 1.000 in Aktienblöcken erworben werden. Jeder dieser Blöcke wird durch die 10 Blöcke unterhalb des Aktienwerts vertreten. Die da unten. Und das heißt, mir gehören aktuell 4 Anteile davon. Momentan, ja genau, momentan besitzt du 4.000 Aktien deines Unternehmens. Die meisten Unternehmen besitzen ein paar Blöcke ihrer eigenen Aktien. Du kannst 1.000 Aktien Blick nicht nur deines eigenen Unternehmens kaufen, sondern auch von jedem Konkurrierenden in diesem Gebiet. Aber nur wenn ich genug Kohle dafür habe. Lautet das Ziel nicht aus Geld noch mehr Geld zu machen?
Intuitiv macht es wenig Sinn, dein Geld in Aktien zu investieren, aber dir muss klar sein, dass Aktienanteile gleichbedeutend sind mit Kontrolle. Siehst du, wie die Blöcke in der Mitte unterteilt sind? Wenn deine Gegner jemals mehr Aktien kaufen können, als die Linie besagt, also wahrscheinlich das mit dem Schlosssymbol, dann verlierst du die Kontrolle und wirst zum Tochterunternehmen deiner Rivalen. Wie vermeide ich das? Sobald du 50% deines Unternehmens besitzt, enthält dieser Mehrheitsanteil einen besonderen Status. Deine Kontrolle kann nicht durch den Kauf eines zusätzlichen Blocks aufgehoben werden, sondern muss auf einen Schlag geschehen, eine feindliche Übernahme. Okay, das heißt, wir müssen 50% auf einmal kaufen. Das Kaufen von Aktien des Unternehmenskunders erfordert ebenfalls eine doppelte Zahlung, also wird jede zusätzliche von dir gekaufte Aktie eine Firewall, die aus dir kein leichtes Opfer mehr macht. Das heißt, auch wenn ich dann 60% habe, kann der andere mich einfach aufkaufen? Wie funktioniert das denn, wenn ich die Aktie nicht verkaufen will? Wo ist denn diese komische Kolonie? Da. Neutrale Kolonie, New Harlem. Verkauf den Wert von $20,000 an Ressourcen. Und 2200 habe ich noch. Kaufe einen Block deiner Aktien. So, das steigt noch, Glas, aber ich darf eh nichts bauen. Was ist das? Ah, die Forschung. Steht die Forschung jedem zur Verfügung? Glaube ich eigentlich nicht. Ach, und das war der Schwarzmarkt. Schickt Fehlinformationen an den Markt, um den Eindruck von Chemikalienmangel zu erwecken. Ja, wahrscheinlich brauche ich dazu erstmal das Hackerraster, bevor ich das überhaupt anstellen kann. Aber ich darf es nicht bauen. Na schön. Gut, dann machen wir es auf die herkömmliche Weise. Ah, 28.000 brauche ich dafür. Deswegen hat es nicht geklappt. Kann ich die Schulden auch direkt aufnehmen? Ja, ist alles nur eine Frage des Geldes. Gut. Glückwunsch zum Mehrheitsanteil an deinem Unternehmen. Ein Konkurrent müsste $305.210 ausgeben, um dich aufzukaufen. Also halten wir uns die Geier für eine Weile vom Hals. Nun sollten wir unsere Gegner einschätzen und potenzielle Schwachstellen benennen. Aktuell hat René 6 die meisten billigsten 8 Aktien. Naja, stimmt irgendwie nicht. Das ist klar, die meisten sind im Umlauf, aber der billigste ist er nicht. Ein guter Teil unserer Produktion dient Nahrung und Elektronik. Wir brauchen mehr Glas, um uns weiterzuentwickeln. Der Preis dürfte in nächster Zeit hoch bleiben. Seien wir der Zeit voraus und widmen uns der Glasproduktion. Vor dem Ausbau haben wir noch einiges vor. Also hebt ja deinen letzten Claim gut auf. Okay, ich kaufe 2 Blöcke der Aktien von Reni. 26.000 und meine Schulden klettern. Ich würde eigentlich ganz gerne lieber ein Kraftwerk bauen. Oh, ein Glasschmelzofen. Ja, ist mal wieder alles soweit eingeschränkt. Das heißt, die anderen Sachen darf ich nicht bauen. Ja, sehr lustig. 50% Bonus. Das kommt durch die. Nicht durch das Stahlwerk. Stahl und. Ach doch. Verbraucht Sauerstoff, Energie und Silizium. Block Nummer 1. Boah, $1 nur noch. Bist so gut wie pleite, mein Junge. 430.000 minus. Ich glaube, du hättest mal eher Energie investieren sollen. Ich habe 63.000 minus. Ist auch nicht so gut. Minus 14.000 und sinkt weiter. Nicht gut, nicht gut. Aber wahrscheinlich hat der dann eben auch die ganzen Energieproduktionsstätten. Da sollte ich dann mal ein bisschen zügig mir die Kohle verschaffen, um hier den nächsten Block einzukaufen. Äußerst unfreundlich. Ah, der Typ schon wieder. Der war immer unfreundlich. Vielleicht entwickeln wir uns nicht so schnell wie erfordert. Handelst du so aggressiv wegen unserer Schwäche? Ja, eurer Energie. Ist unsere Arbeit hier nicht eher eine Erleichterung für dich? Lass uns weiterarbeiten. Überprüfe das Raster an Rivalen erneut. Ziehe ein anderes Ziel in Betracht. Ich denke, meine Einschätzung ist so gut, wie sie ist. René 6 scheint uns direkt vor die Nase gestolpert zu sein. Wir tun ihm nur einen Gefallen, wenn wir ihn aufkaufen. Wo wir gerade bei Geschwindigkeit sind, du solltest einen Off-World-Markt bauen. Von allen fortschrittlichen Gebäuden ist es zwar das teuerste, aber es ist das Geld wert. Auf Worldmarkt.
Ah ja, das ist das letzte Ding, was ich noch nicht gebaut habe bisher. Schieße deine Ressourcen in Asteroidengürtel, um extreme Gewinnmargen zu erzielen. Okay. Weil es dann zur Erde transportiert wird, oder wieso? Durch den Platinumrausch im Asteroidengürtel sind einige Bergarbeiter reich geworden. Wir helfen ihnen dabei, in ihren neuen Reichtum abzuladen und versorgen sie im Gegenzug mit Lebenserhaltung und anderen Gütern. Ach so, da sind direkt irgendwelche verrückten Leute unterwegs. Auf Weltmarkt ist eine Startplattform, die Ressourcen zu den Abbauanlagen des Asteroidengürtels bringen kann. Wirf einen Blick auf die Off-World-Preise, indem du das Raketensymbol in der oberen linken Bildschirmecke anwählst. Oberen linken Bildschirmecke? Du meinst das da? Das sind die Preise. 360, 500, 530. Cool. 15.000 Nettoeinnahmen. Zu 21.000. Das ist ja der Hammer. Öffelmarkt ist ein Startplattform, die Ressourcen der Abbau nicht bringen kann. Wirf einen Blick auf die Öffelpreise, nimm das Raketen und öffnen. Du siehst, wie viel mehr Nahrung Offworld wert ist als auf dem Mars. Der potenzielle Profit ist so hoch, du solltest mit dem Bau von einer Offworld-Markt sofort beginnen. Na dann mach doch. Die Preise ganz links stehen für den Wert der Ressourcen Offworld. Diese Zahlen solltest du mit dem auf dem Mars vergleichen. Und dann stehen da jeweils die Gewinnmargen, 32.000. Die anderen Zahlen sind der Profit aus der Lieferung dieser bestimmten Ware. Jede Lieferung kostet 20 Treibstoff und 20 Aluminium. Ja, für den Start. Grün steht für Profite. Denk daran, Erfolge werden von Entscheidern geführt, nicht von Mathematikern. Ja, genau. Also gut, ja, mit dem Teil. Wohin muss ich das bauen? Ist egal, oder? Kann ich es hier dazwischen setzen? Offworld-Markt ist ein echtes Ass. Als allererster Erbauer malst du dir ein Fadenkreuz auf die Stirn. Das klingt nicht so gut. Ich schlage vor, dass du Offworld-Markt aus dem Blickfeld und fern vom Radar hältst. Hier kommt die Holographie ins Spiel. Ein Hologramm erhältst du auf dem Schwarzmarkt und du kannst dadurch Offworld-Markt als etwas ganz harmlos aussehen lassen. Okay, dann gleich mal her damit. Hier hat etwas zu verbergen, also warum nicht hinter einem supermodernen Hologramm? Die Scanner deiner Gegenspieler zeigt ein anderes Gebäude an, solange sie nicht einen ruchlosen Spion einsetzen und die Wahrheit herausfinden. Kein Schwarzmarkt-Timer nach Käufen. Ach so, die anderen haben Schwarzmarkt-Timer, die kann ich nicht sofort wieder kaufen. Gut. Na dann. Baut das Ding mal fertig und schauen wir mal, dass da die Möglichkeit was ganz anderes steht. Ich würde gern an den Energiekosten drehen, aber kann ich im Moment nicht. Ja, dauert leider noch, dass das Ding zu Ende gebaut wird, bevor ich... Nee, ist zu Ende gebaut, oder? Dann schießt doch mal so ein Ding in die Umlaufbahn. Off-World Market is assembled. Our fortune awaits. Hologramm wird dich vor unsichtbarer Aufmerksamkeit beschützen, nutzen wir diese Kurzzeitspanne für unsere Zwecke. Du kannst die Lieferkontrollen von Off-World Market bedienen, indem du entweder das Gebäude oder die Rakete an unserem Bildschirm an. Ja, habe ich schon. 11.000! Nein! Nachdem du mit Off-World Market eine Lieferung fortgesetzt hast, musst du warten, bis die Rakete vorbaut und geladen ist. Für mich persönlich ist dieser Augenblick am aufregendsten. Sie erinnert mich daran, warum ich überhaupt hier bin. Ja, Vorstandsentspannung ist jedoch unangebracht, auch wenn wir bereit sind, die Konkurrenz abzuhängen, müssen wir wachsam bleiben. Unser Vorräteteil eifrig schützen. Na los, mach. Statt am Mikromanagement orientierenden Starts kannst du eine ganze Serie wiederholter Lieferungen festlegen. Was? Rufe zuerst die Offworld-Liefereinstellungen auf. Anstatt einmal für einen Auftrag zu klicken, kannst du auf eine Ressource Shift klicken, um einen Dauerauftrag festzulegen. Solange die Lieferungen profitabel sind, erhält ein Offworld-Markt neue Aufträge. Das Schöne daran ist, dass du einige Ressourcen aufreihen kannst, um zu sehen, wie das Geld hereingetrudelt kommt. Super. Offworld Shipment launched. Look at all the money. Das ist ein wohlverdienter Startpause. Puh. Uiuiuiui. Das ist ein wohlverdienter Stapel Geld. Warum sind die jetzt alle so weit im Minus?
nur noch 12.000. Du brauchst 41.000 zum Starten. Das ist ein wohlverdienter Stapel Geld. Was sollten wir nun damit anstellen? Wir könnten mit den Profiten in unsere nächste Infrastruktur investieren. Allerdings ist es offensichtlich, dass René 6 Probleme hat. Wir sollten ihm aus der Patsche helfen. Verwechsel Hilfe nicht mit einem Hilfspaket. Wir sollten uns helfen, an seine günstigen Aktien zu kommen. Dadurch helfen wir René 6, damit er endlich seinen dringend benötigten Urlaub nehmen kann. Okay. Na super. Wünsche wir eine Lieferung von Nahrung Offworld. Wieso ist denn das jetzt so teuer? Habe ich nicht genug Treibstoff? Doch. Treibstoff habe ich mehr als genug. Und Aluminium habe ich auch. Warum ist denn das dann so teuer? Naja, schauen wir mal, dass da noch genug Kohle reinkommt. 16.000. Zwei Stück soll ich davon kaufen. Bis er sich dann wieder beschwert. So, 4 Sekunden noch. Off-world shipment launched. Look at all the money. Ja, das sieht gut aus. Sieht so aus, als würdest du René 6 aus dem Geschäft nehmen. Bin ganz deiner Meinung. Ich dachte, ich könnte dir helfen, den Vorgang ein wenig zu beschleunigen, damit die Umwandlung in ein Tochterunternehmen nicht nur dir zugute kommt. Na super. Hoffentlich weißt du, wie gehst du zu schätzen und erwiderst den Gefallen irgendwann mal. Ja, klar. Was für Umstände führen zu so einer grausamen Reaktion? Dies war kein vorhergesehenes Endergebnis. Meine Operationsprozeduren waren klar und die Ausführung ohne Tadel. Die Modell- und Vorhersagen waren positiv und innerhalb der Fehlertoleranz. Bitte starte nicht meinen frühen Ruhestand. Es gibt noch so viel zu tun. Glaub mir, es ist nicht persönlich gemeint. Offensichtlich hatte René 6 größere Probleme als sein Missmanagement von Ressourcen und einen unterentwickelten Kommunikationschip. Also eigentlich hat der am besten gewirtschaftet von allen. Guck dir doch mal die an. 600.000 Schulden, 300.000 Schulden. Der ist 1,5 Millionen wert. Armer René. Aber der hat halt wahrscheinlich die ganze Energieproduktion machen dürfen und von allen gut abkassiert. Zeit, den Abzug zu drücken und den 6. Aktienblock zu kaufen. Abschließend wird René 6 aus der Gleichung entfernt und sein Geschäft zu unserem Tochterunternehmen. Wir werden keine direkte Kontrolle über ihre Posten haben, aber das Tochterunternehmen bietet einen ständigen Einkommensstrom, basierend auf ihren existierenden Produktionen. Gut. Wie viel brauche ich dafür? 19.000. Naja, die habe ich ja dann auf jeden Fall. Also, einkaufen. Nur wenige Dinge sind schöner, als ein Geschäft aus den Händen eines armen Managers zu nehmen. Berausche dich aber nicht an deinem Erfolg, es gibt immer noch sehr viel zu tun. René 6 war ein leichtes Ziel, ich garantiere dir, dass es mit den beiden anderen nicht so einfach wird. Das sehe ich im Moment aber anders. René 6 war... aus diesem Grund müssen wir auf unserem Erfolg aufbauen, und zwar schnell. Baue Expansivakku aus, beginne mit dem Bau eines weiteren Off-World-Markts und verbessere unsere gesamte Produktion. Warum soll ich denn noch einen Off-World-Markt bauen? Weil ich da mehrere parallel machen kann? Ah, endlich kann ich Energie bauen. Geothermalkraftwerk, wenn man es auf eine geothermale Quelle richtet. Okay, gibt es davon eine? Ja. Na dann. Schauen wir mal. 2,6. Das ist auf jeden Fall immens wichtig. So, Ausbau von Expansiv-RQ. Das machen wir auch gleich. Ressourcen sind alle da. Einen weiteren Markt bauen. Kann ich dazu noch einen weiteren Sologramm kaufen? Im Moment jedenfalls nicht. Baue eine Hydrokultur, baue eine Hydrolyse-Reaktor. Gibt es hier irgendwo einen Zweier? Auf jeden Fall mal ein bisschen. Jetzt habe ich gleich ein bisschen viel Schulden zurückgezahlt, aber immerhin kommt ja jetzt viel Kohle von René. Off-world shipment launched. Look at all the money. René 6 hat auf Stufe 3 ausgebaut. Ich habe schon auf Stufe 5 ausgebaut. Super. Also noch mehr Lebensmittel. 75% Bonus. So. Energiegenerator, bei einer Hydrolyse. The off-world market is finished and awaiting orders.
sind auch alles Wasserpumpe. Das sind Wasserpumpen. Warum sind das keine Hydrolysereaktoren? Die da sind Hydrolyse. Naja, dann setze ich es da daneben. Und Hydrokultur ist auch schon gebaut. Okay, dann ist bereits der letzte in Arbeit. Achso, jetzt bauen die schicken die beide nur Nahrung hoch. Ich brauche vor allen Dingen endlich ein paar weniger Zinszahlen. Scientific Colony expanded. Bessere bei 63.000. Hast du schon Geschmack am Gewinn bekommen? Aber warte, weißt du eigentlich, wo in das Silo und das Unternehmen besteht? Nee, keine Ahnung. Ich bin vorgeprescht, um die Geschäftsstrategie zu implementieren, ohne zuvor die endgültigen Ziele deutlich zu machen. Wir müssen die Konkurrenz aufkaufen, wodurch wir unser exklusives Handelsabkommen mit New Harlem sichern. Was soll sie aufkaufen? Kostet ja alles nix. Kostet nix. Kostet gar nix. Mit 5.000 habe ich die schon übernommen. Ich denke, es ist mit der Moment gekommen, sich mit dem Ex-Geschäftsdesign. Ja, ist ja, oh, ich ruhe jetzt, ja. Sam Moreno hat bereits den Willen zu schmutzigen Methoden demonstriert. Der Firmen und Schwarzer könnte uns in die Quere kommen. Du wirst schnell handeln müssen und hoffentlich vermeiden wir dabei einen langgezogenen Kampf um das Unternehmen. Du solltest ebenfalls den Schwarzmarkt nutzen, um einen Adrenalinschub zu erwerben. Es ist ein sicheres und legales Stimulans, das die Produktivität anhebt, wenn nötig. Das auf dem Weltmarkt anzuwenden, verspricht Spannung. Okay. Ey, nein! Off-World Shipment launched. Look at all the money. Nein, wieso? Jetzt fangen die an zu kaufen. Ich glaube doch, weil ihr spinnt. So. Und ich dachte, wir wären Freunde und das alles. Verschworen, um den nichtsnutzigen Roboter zu entsorgen. Ich bin nicht sicher, warum du dieses Wespennest zu uns geworfen hast, aber du hast meine Aufmerksamkeit. Off-World Shipment launched. Du solltest uns lieber in Ruhe lassen, vielleicht sogar ganz vergessen, dass es uns gibt. Kleiner Tipp, um hier draußen zu überleben. Naja, schauen wir mal. Diese fünf Aktienblöcke beschützen Sam gerade so davor, die Kontrolle über ihr Unternehmen zu verlieren. Unsere einzige Möglichkeit, jetzt sie aus den Gleichgewichtung zu nehmen, ist eine äußerst kostspielige feindliche Übernahme. Look at all the money. Egal, selbst wenn die 10.000 kosten. Oh, na doch. Kann ich meine Schulden jetzt komplett abzahlen. Sehr schön. Anstatt nur einen Block zu kaufen, kaufen wir die verbleibenden 5 auf einmal. Das kostet um doppelt so viel wie normal. Robotic Colony expanded. Geben einige Schlüsselressourcen. Baue eine Wasserpumpe, baue einen Elementarbruch und führe eine feindliche Übernahme von Sam auf. Gut. Hier soll jemand vorsichtiger beim Betanken seiner Lieferrakete sein. Falls du das noch nicht wusstest, Raketentransport ist leicht entflammbar. Vielleicht möchtest du deine Aufmerksamkeit von einer aggressiven und ungewollten Übernahme lieber zu einem eigenen Unternehmen aufmachen. Oh, ihr habt das Ding kaputt gemacht, ihr Bastarde. Off-World Shipment launched. Eigentlich wollte ich die Gewaltigen vermeiden, aber es führt kein Weg herum um die... Pause. Rückgewinnungsindustrie ist nicht für ihre feinen Seiten bekannt. Wir waren so damit beschäftigt, jeden aufzukaufen, dass wir unseren zweiten Off-World-Markt vergessen haben zu schützen. Glücklicherweise läuft das erste noch gut wegen des Hologramms. Genau. Nach so einem aggressiven Akt wird es Zeit zu handeln. Okay, jetzt lass mich erstmal die anderen Sachen kaufen. Also... Das ist so ein Wasserpumpen, da kommt noch eine dazu. Arbeiten alle noch ein bisschen besser. Dann brauchen wir noch Siliziumabbruch. Okay, das sind die Zweier. Nee, wobei hier habe ich schon einen. Ne? Naja, dann versteigern wir da mal die Effizienz. Bevor ich mich da auf einen ganz anderen konzentriere, der auch noch Treibstoff kostet. Und... kaufen die auf. Tja, das war's für euch. $400 pro Sekunde. Und das, obwohl ich im Moment überhaupt keine Energie brauche. Ich wusste, du hast es in dir. Dies ist die Art von Unbarmherzigkeit, die ich allen meinen Mitarbeitern wünsche. Egal wie oft ich meinem Team sage, ihr eigener CEO zu sein und sich ihre Einnahmen zu verdienen, sie kapieren es einfach nicht. Wenn ich ein CEO bin, bekomme ich dann von mir eine Gehaltserhöhung. Lass dich nicht vom Erfolg davontragen. Dieser bemerkenswerte Schrotthaufen war unser Off-World-Markt. Das müssen wir wieder repariert bekommen und zum Laufen bringen. Silas Kreighton wird von uns allein gelassen und wenn wir ihm seine Forschung gestatten, wird er unsere Produktion bald überflügeln. Halte den finanziellen Druck aufrecht. Kein Problem. Kauf mal den schon mal so weit auf, wie es möglich ist. Repariere den Off-World-Markt. Was muss ich dazu machen? Gelände Sand, Höhe Wind, Mittelwind sehr schwach. Was? Ich habe wieder Schulden. Ach so, weil der die Energie einkauft.
Dieses Mal sollten wir uns kaufen ein dreckiger Pirat auf dem Schwarzmarkt. Nutze Piraten bei Versorgungsrufen von Silas Kreiten. Dieses Mal sollten wir uns richtig um unsere Investition kümmern. Sichere weiß Kreiten nichts über unser Hologrammgeschütz auf dem Markt. Also müssen wir lediglich Schlägertrupps anheuern. Kümmere dich ohne Verzögerung darum. Es darf keine Verzögerung bei der Inbetriebnahme bei Offworld-Märkte geben. Ach, okay. Wo steckt der denn? Da drüben. Nutze einen Schlägertrupp gegen Offworld-Markt. Ah, Gewerkschaften. Ihr müsst sicherstellen, dass gerade keinen festen Stand für einen Kampf hat. Oftmals wird eine feindliche Übernahme durch eine rasche Erholung und eine fokussierte Reaktion vereitelt. Bestimmt beschützt ein Schlägertrupp seinen Offworld-Markt. Du solltest in einen Bummelstreik investieren, das auf dem Schwarzmarkt verfügbar ist. Ein bestimmtes Gebiet könnte den Ansatz in Gewerkschaftsvertreter beeinflussen, der die Arbeit unterbricht. Dieser Ansatz entgeht den Schutz des Schlägertrupp, da sie mit den Rechten der Arbeiter sympathisiert. Gewinnt jeder auf dieser Weise? Piraten soll ich benutzen, um die Versorgungsrouten zu unterbrechen. Look at all the money, pirates. I hate those filthy bandits. Es ist typisches Verhalten für einen Sträfling. Bist du wirklich so sehr darauf, auf unseren Fortschritt zu wenden, dass du solche Verderbtheit greifst? Beim Verhalten beweist, dass die Grenze zwischen Verbrechen und Unternehmen tatsächlich verschwunden ist. Für den Augenblick machst du uns aufhalten, aber sei dir bewusst, Wissenschaft und das Wissen letztlich über Gier und Ignoranz triumphieren. Okay, alle verfügbaren Aktien von Greiten wurden erworben. Die nächste Aktienblock ist unter seiner Kontrolle. Dieser wird dich das Doppelte kosten, weil du ihn vom kontrollierenden Anteilseigner kaufst. Unser Fokus verschiebt sich dann auf den Rest des Mehrheitsanteils dieses Unternehmens. Der Kauf dieser fünf Blöcke resultiert dann in einer weiteren feindlichen Übernahme und wird uns garantieren, dass sie die Einversorgung von Ressourcen auf New Harlem sind. Ja, aber ich soll jetzt erstmal noch den Schlägertrupp einsetzen für momentan nicht das richtige Ziel. Okay. Look at all the money. Und dann Schlägertrupp kaufen. Achso. Das soll ich selber schützen. Okay, der ist noch 24 Sekunden geschützt. Und jetzt dann die Übernahme. Kaufen. Achso, nochmal kaufen. So, das war's. Du bist fokussiert und aktiv geblieben und hast so ein Geschäft nach dem anderen abgestoßen. Bis alle Konkurrenten ausgekauft waren, diese Haltung brauchst du, wenn du einen ganzen Siegesserie hinlegen willst. Trittst du in meine Fußstapfen, wirst du so oft und beständig gewinnen, dass dir irgendwann garantiert langweilig wird. Ja, das könnte schon sein. Okay, also gewinnen. Naja, schauen wir mal. Making Mars great again. Na super. Zeit für eine Mauer. Haha. Okay, also auf zum letzten Tutorial. Mal gucken, was da jetzt alles zusammenfließt. Oder ob es da noch neue Erweiterungen gibt. Yoshimi Robotics has decided to expand their business into the education sector, creating a franchise for profit colleges. Spearheading their last effort is Joy 5. He was among the first to successfully harness the energy of this dangerous moon. Okay. If you want to achieve greatness now, it's time. Don't miss on this exciting educational opportunity. Okay, also ihr baut jetzt College und die kommen dann alle bei euch zur Schulung. Treuhelfer ohne Pause bis ans Ende. Becomes Quirten Workers for... It's hard to imagine you being prepared to handle running a business on EO. Ach so, ich bin jetzt nicht mehr auf dem Mars, sondern ich bin jetzt auf EO. Deswegen die Änderung. Das heißt, die Rohstoffe, stattdessen ist jetzt hier Uran. Und sonst hat sich aber nichts geändert. Decided to participate in this educational offering. What was once charming, determined on how now becoming too desperate, searching for meaning. Perhaps you convince return to Earth. The word inhospitable is quite adept when describing this moon of Jupiter. Ja, wir kriegen das auf Io schon hin. Brave New World, Uran. The extreme radiation requires safely precautions with decays. Okay, also starke Temperaturdifferenzen sind auch eine Herausforderung. Und apparently in obstacles like this exact the imagine of humanity. Your future is bleak indeed. There is no reliable source of water. Okay. Es gibt kein Wasser auf Io. Ich dachte, da gibt es viel Wasser. Ich dachte, ein ganzer Unterwasser-Ozean.
If you want to avoid a failed state, you will need to address this deficiency. Na gut, just tell me what you need to survive. Sauerstoff von eingefrorenem Schwefeldioxid. The sub-zero temperature to provide a frozen source of Sauerstoff that can easily be captured as well-placed solar condensator. Konstrukt. Das Ding. Okay, Sauerstoff ist ein guter Anfang. Dann, radiation is not the only poison from Jupiter. Hydrogen is expelled and present in Io's atmosphere. It can gather by an ion collector. Gut. Treibstoff zu gewinnen. So, wer ist das? Neutrale Kolonie. Und das ist mein Hauptquartier. So, also. Verarbeitet von Wasserprozesse verbraucht und produziert. Baue zwei Solarkollektoren. Okay, also auf diesen Dingern, auf denen es irgendwie Eis gibt, kann ich die Teile platzieren. Und ich soll auch zwei Ionenkollektoren bauen. 1,26. Ah, da kann ich die dann auch direkt anbauen und habe. Die Ressource können wir später noch gebrauchen. Ja, ist okay. Basalt Lake cannot have an Ion Collector. Oh, 1,38. Aber dafür brauche ich Treibstoff. 1,38 ist das höchste. Aber mit der Effizienzsteigerung, was sind das da für Elementarabbrüche sind das? Na gut, die brauche ich dann eh extra. Dann bauen wir die einfach mal da hinten. Erzmine. Achso, ich will ja hier auch eine Dreier-Konglomerat machen. Sonnenkollektor. Ha, da kriege ich schon 50% Bonus, wenn ich den daneben stelle. Das ist gut. Und den nächsten gleich dazu. 75%, 50%. Gut. Machen wir gleich den Dreierblock. You have now the individual resources required to produce water. You simply need to construct a water processor. The reaction generates delicious bit of energy. Und Essen? Some of your customers have complained about the quality of food grown on Io. Yet these same customers have no desire to pay for important food. Importiertes Essen. Food grows on an irradiated planet with a high density of sulfur must be an acquired taste. Ja, schmeckt bestimmt prima. Okay, also jetzt erstmal ein Wasserprozessor. So hat denn der da gleich einen 75% Bonus? Achso, weil da die Energie geliefert wird. Naja, wenn sich die alle so weiter anschließen, dann kann ich die alle immer gleich schon mit einer 75% Bonus dazu holen. I continue to explore flattery as a strategic interaction when working with humans. Okay, following the direction as per the direction that promotes survival should not require. Embedded. There will be a brief survival at the end of this lesson. I hope to achieve a high mark. Ja, schauen wir mal. Perhaps you can understand my strong recommendations to leave the work on your to your robotics. Ja, natürlich, ihr könnt die Arbeit gerne machen. 7 claims to achieve minimal level of life support and you have to yet to establish a path for profitability. Also, im Moment haben wir keine Schulden und Gewinne laufen auch rein. Ist okay. Zumindest mit dem kleinen Überschuss an Energieerzeugung. If food was the optimum intake for energy, the Yoshimi engineers would have designed us differently. Ach so, du meinst, die hätten euch dann etwas eingebaut, womit ihr Nahrung vermehren könnt. Stattdessen werdet ihr wahrscheinlich Uran brauchen. There's an amazing surplus of energy resources on Io. The radioactive surface of Io is a result of its proximity to Jupiter and provided many Uran resources. The source on Io depleted when... Die werden alle
To release the flavors of uran, you will need to build nuclear Kraftwerk. The closest human experience to power from uran is cool. Wonderful slice after slice. It makes it hard to concentrate on this communication thread. Okay, dann lass uns doch mal anfangen. Wo sehe ich denn, wie lange diese Ressource noch hält, wenn die abgebaut wird? Also Bau von Nuklearkraftwerken und Bau von Erzminen. Also baue zwei Nuklearkraftwerke und baue eine Erzmine. Dann bauen wir noch die hier gleich wieder dazwischen. Dann kriege ich auf jeden Fall einen schönen Bonus. Und ich muss keine Treibstoffkosten tragen. Und ich soll ja eh zwei Nuklearkraftwerke bauen. 85% Bonus, jawohl. Das heißt 2,59 pro Kraftwerk. Das wird ja eine unglaubliche Menge an Energie. Ja, dafür verfällt auch der Preis in dem Keller. Tja, schade. Sollte ich vielleicht das Auto bleiben lassen? At one point in her story, similar power plants provided energy for Google Fund. Ja, haben sie mal gemacht. Beziehungsweise aktuell machen sie es natürlich immer noch. Many were constructed close to population centers. Some were able to constitute the ecological fault lines. Ja. We are proud to have a fearless parental figure to emulate. Und hard at work foundries. These energy sources have made EOL the only logical location to develop large-scale foundry operations. Instead of colonies filled with humans trying to make a new world, this center of productivity run a reliable automated workforce. Also keine Menschen. Warum produziere ich dann überhaupt Nahrung, wenn wir das alles nur mit Maschinen machen? The raw resources of the asteroids are refined here and they're sent back to Earth. Rebuild. The darkest days are behind us. Okay. Magma smelting. We find a hub because the high number of active volcanic source. Well-positioned foundries can utilize active lava flows in a cost-effective manner. Okay, das heißt, da kann ich wahrscheinlich dann irgendwas abbauen. We need to upgrade the structures to remain dependable partners. Heat shielding as well as the coating has been added to all your structures. This added overheat I well worth the expense. Also. Ist das jetzt das Kraftwerk? Nee. Welches Teil ist denn das? Auf jeden Fall das Ding auf eine von diesen Lavastrukturen ergibt Silizium, Uran und Eisen. Gut. Dann lass uns das Zeug nochmal rausholen. Bau von Stahlkraftwerken. Moment. Bau ein Stahlkraftwerk, bau zwei Basaltplattformen. Gut, Nummer 1. 10 Stahl für die Errichtung benötigt. Und ich habe keinen Stahl. Achso, deswegen soll ich das Stahlkraftwerk bauen, damit ich das halt überhaupt produzieren kann. 75% Bonus. Naja, dann hauen wir das da gleich mal wieder dran. Aber ich könnte das Zeug auch einfach einkaufen. Genug Kohle haben wir schließlich. Also, Nummer 1 und Nummer 2. Am liebsten würde ich ja gleich den nächsten bauen. Dann hätte ich gleich den dritten im Block. Also Energiewasser, also minimalster Verbrauch an Nahrung, dafür 0,9 Energieverbrauch. Aber ich produziere viel zu viel Energie. Wie kann ich denn das Autoselling abschalten? Das should be clear, das Basaltplattform provided. Leota of upgrades over more traditional mining options. I'm told this innovation has two parents, necessity and desperation. Who's are in high supply? Okay, also was willst du von mir? Synthetisches Fleisch ist ein Vater, das allows farming to produce food auf einer erweiterten Form.
Das einzige Problem dabei ist, dass das Essen einen interessanten Geruch hat. Mhm. So. In den Nutritional Deliverables are satisfying enough, I am told. Na, super. Drei Frachter laufen da ständig los. Also, Early Rockets Test on Io resulted in unwanted atmospheric ignitions. Oh, schade. Yoshimi Robotics helped to develop a new type of off-world market, one that uses Uran instead of Treibstoff. Ah ja, ist vielleicht sinnvoller. To build a space elevator, you will need a large stockpile of Glas, Stahl und Aluminium. Okay, also wir bauen einen Fahrstuhl, um das ganze Zeug nach oben zu transportieren und von da aus irgendwo hinzuschießen. Patentlabor und Space Elevator. Und zweimal Stahlwerk, zweimal Glasschmelzofen. Noch zwei weitere Stahlwerke. Okay. Setzen wir die gleich hier zusammen. Na super. The source on the world depleted quickly. The very high source of aluminium provided a nice start, but has shown itself to be unreliable. Also nicht zuverlässig. The resistor source is the rate of extraction that decreases. The value of the aluminium has to be increased. Ja, aber gibt es dann dafür irgendwann Ersatz oder sinkt einfach nur. Na, im Moment sinkt wahrscheinlich nur die Einnahme, oder? Also, baue zwei Glasschmelzöfen und baue eine Erzmine auf Aluminium. So, Synthetic Mate. Achso, deswegen soll ich dieses Patentlabor bauen. Da sollte ich es vielleicht nicht unbedingt hinsetzen. So, drei Claims habe ich noch. Es sollen noch zwei Glasschmelzöfen und den Elevator bauen. Okay, da sind es 75%. Wahrscheinlich wegen dem Energiekontakt. Danger, high radiation. The patent lab is constructed. Let's get our science on. Okay. The storms posted a biological life as well as to your complex circularity. This is why your construction requirements have been so rigorous. Naja, auf jeden Fall sind unsere Sachen aktualisiert worden. Regardless of the quantity of your engineering, these zones reduce the shipping capabilities by 50%. Fortunately, your ion collectors receive a production boost. Ah ja, also meine Ionenkollektoren produzieren zwar mehr, dafür ist alles andere nur halb so schnell transportabel. Das sieht nicht gut aus. Patentlabor. Soll das synthetische Fleisch, Hydrokultur ist permanently boosted. Ah ja. Gut. Ah, hätte ich hier die Verbindung aufbauen können. Na egal. Der Treibstoff wird mich da schon. Die Ground Shakes ist violent. Okay, jetzt hat er gleich wieder alles Mögliche kaputt gemacht. Super. Nicht nur irgendwas, irgendwie alles Mögliche ist kaputt. Erstmal das ganze Zeug reparieren lassen. Aluminium und Stahl. Stahl und Kohlenstoff. Und meine Aluminiummine ist auch im Eimer. Kann ja wohl echt nicht wahr sein. Noch irgendwas? Warum hat es nur bei mir was kaputt gemacht und bei euch nicht? Hier gibt es noch mehr Aluminium. Also Synthetic Meat wird patentiert. Also jetzt kann ich endlich den. Oh, 200 von jedem Zeug. Muss mit Haku oder Kolonie verbunden werden. Kannst du auch einen Drüben anbauen? 10% Bonus. Hier bekomme ich keinen Bonus. Unpraktisch. Dann 20% Bonus. Naja, dann bauen wir es doch da, wo ich am meisten Bonus bekomme. Ja, braucht auf jeden Fall eine Menge Energie. Kann ein pro HQ Stufe über 3 bauen. Map Seed. Kartengröße normal, Norden.
space elevator is complete. Let's watch our profits climb. It looks like your preserver runs isn't that broken as your initial interaction led us to believe. With this encouragement in mind, I would kindly request that you refrain from overreaction in the immediate future. It looks like there are yet another quake. Okay. Super. Geht gleich wieder alles kaputt. Und alles mangelhaft. Sometimes on your survival repair, a terrible company is enough to beat the competition. In fact, your experience here had led us to believe that not failing down the stairs at a new high bar. Would you be willing to participate in a brief survey about your learning session with Joy? Klar doch. Was genau willst du da wissen? Preparation is quality. Work on the EO is dirty and hard. Sometimes it can be frustrating. Did Joy 5 provide you with enough information to understand the scope of the challenge? Ich denke schon. Running an off-world business is a very large endeavor, filled with problems and obstacles. Do you feel that Joy 5 provided you with the tools of success to achieve excellence? Naja, allzu viel gibt es ja jetzt nicht zu tun. Ich denke schon. So schwer ist es ja nicht zu verstehen. So kompliziert ist es dann auch wieder nicht. Unique identifier for human interaction is the need for a loving support structure in which falling is discouraged but not punished. Did Joy make you feel courage for doing this lesson? Feel cared? Wird schon passen. Even so, I have doubted your abilities from the beginning, even you could not be blinded to my excellence. Perhaps if you apply yourself in your endeavors, you will experience a modicum of success. Na gut, schauen wir mal, dass wir das dann jetzt weiter umsetzen. Aber soweit reicht es auch erstmal. Damit sind die Tutorials abgeschlossen. Das heißt, ich kann mich jetzt nicht nur auf dem Mars, sondern auch auf dem Io behaupten. Also das war das normale Aufbau mit robotischer Unterstützung und einfach den Effizienzpunkten. Das hier waren die Roboter, die vor allen Dingen Energie brauchen. Das hier sind die Rückgewinnungsindustrie, die halt auch ein paar andere Rohstoffe verwenden. Das waren jetzt die Forscher und Wissenschaftler, die ein bisschen Abkürzung haben, was die Claims angeht, dafür aber bei den Dingern, die mehr Ressourcen brauchen, dann ein bisschen umständlicher arbeiten, weil sie das dann automatisch vom Markt kaufen müssen, wenn sie es nicht doch irgendwie selber produzieren. Und der ist derjenige, der das eher über die Finanzen regelt und die anderen Unternehmen aufkauft. Und damit wird der Mars verlassen und wir begehen uns zu IO. Okay, also soweit. Erstmal für heute jetzt die restlichen Tutorials. Mal schauen, dann beim nächsten geht es eigentlich dann los. Gut, die Expansion habe ich noch nicht. Vielleicht kann ich die mir jetzt demnächst dann bei dem, aktuell ist jetzt wieder der Steam Sale, mal gucken, was die da kostet. Und die neue Kampagne starten Mars. Startet ein neues Kampagnenspiel, Warnung, dadurch wird der Spielstand des vorigen Kampagnenspiels überschrieben, okay. Ich habe noch keins gestartet. It is highly recommended that you win a skirmish game first before trying the campaign. Unlike most real-time strategy games, the campaign does not teach the base game. Macht nichts. Ich habe ja jetzt schon die Tutorials gemacht. Soweit heute eben noch eine zweite Folge endlich von Off-World Trading Company, womit die Tutorials jetzt abgeschlossen sind. Und mal sehen, wann ich jetzt das nächste Mal fortsetzen werde. Und hoffentlich habe ich bis dahin noch in Erinnerung, was mir die Tutorials beigebracht haben. Also, bis demnächst wieder und tschüss!